Hey Leute und willkommen zu meiner Kochserie Sunny's Kitchen. Heute werden wir nichts wirklich so richtig kochen, sondern ich zeige euch, wie man den indischen Chai macht. Also unsere Indian Jar, die zeige ich euch heute. Ein Disclaimer, jeder macht es anders, aber so machen wir hier zu Hause die Jar. Und super lecker. Ich muss ehrlich sagen, ich trinke keine Jar. Einfach aus dem Grund, weil ich seit Anfang an keine Jar trinke, aber in Indien trinke ich super gerne Jar. Aber let's do this, because my shirt is matching to the Jar. Das sind die Gewürze, die in den Tee reinkommen. Also vom Verhältnis her könntet ihr das eigentlich so machen. Ich habe jetzt keine Teelöffelangabe oder sonst was. Das ist echt nach Lust und Laune. Und genauso mit dem Wasser. Also ihr nehmt euch einen Topf, packt da, ich würde mal sagen, so 100 Milliliter Wasser rein und die ganzen Gewürze. Und dann bringt ihr das richtig schön zum Kochen. Eigentlich ist der größte Tipp, den ich euch geben kann, wenn sich so dieser Rand bildet am Topf, ist der Tee praktisch schon fertig gekocht. Dann könnt ihr das die Milch reingeben. Ich habe hier fettarme Milch genommen. Ihr könnt die Milch nehmen, die ihr möchtet. Und je nach Vorliebe so viel reintun, wie ihr möchtet. Genauso wie Zucker. Also hier wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, Zucker hinzuzugeben und das Ganze dann zum Köcheln zu bringen. Wenn es dann schön nach oben kommt, könnt ihr den Herd auf Null machen und das Ganze nochmal weiter köcheln lassen. Desto länger ihr das köcheln lässt, umso geschmackintensiver wird der Tee. Und dann braucht ihr auf jeden Fall so ein Mini-Sieb, damit die ganzen Gewürze da in den Sieb kommen. Und dann ist euer Tee eigentlich auch schon fertig. Mega quick and easy. Meine Mutter trinkt am Tag, glaube ich, 3-4 Gläser. Und sorry, Mom. Sorry for outing it. Aber ihr könnt das super easy nachmachen und sagt mir dann, wie es euch schmeckt. Falls ihr Rezeptvorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bye, bye.